Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei John Franklin Art. Heute geht es darum, wie du aus so einem einfachen MDF-Block 15x15 cm ein kleines, edles Kunstwerk machst, und zwar mit der Hilfe von Strukturpaste, die Risse bildet, mit Blattgold und mit Epoxidharz. Die drei Komponenten, die gehen hier rauf. Ich habe da 6 Versionen gemacht mit unterschiedlichen Strukturen und Farben. Ich wünsche viel Spaß dabei bei dem Prozess. Bis gleich. Geht's auch schon los? Starten wir gleich mal. Als allerersten Arbeitsschritt kommt das Auftragen der Strukturpaste, die dann Risse bilden soll auf 15x15 cm MDF Holzplatten. Der spachtle ich eben auf. Genau, ich mache das Ganze für 6 Exemplare, immer mit unterschiedlichen Muster. Das ist Crackling-Paste von Bösner. Ich verlinke das auch mal unter dem Video. Dann seht ihr auch, was ich da benutzt habe für. Ich benutze dafür einfache Spachtelwerkzeuge, um die Struktur aufzubringen. Ihr seht es gleich auch noch mal ein bisschen genauer. Hier jetzt. Das sind die unterschiedlichen Muster. Genau. 6 verschiedene. Und die werden dann auch einen Tag lang trocknen, damit sie diese Risse bilden können und auch ausgetrocknet sind für die weitere Verarbeitung. Ich benutze diese Paste zum ersten Mal. Ich habe sie vorher schon getestet. Je dicker man diese aufträgt, desto größer werden die Risse. Könnt ihr dann auch gleich mal sehen, dann, wenn diese Sachen, die ja jetzt getrocknet sind, wie groß die Rissbildung dann ist. So, das ist jetzt das Getrocknete. An den Stellen, wo es dickere Risse sind, war die Paste auch dicker aufgetragen, da wo sie kleinere Risse bildet, da war sie weniger dick aufgetragen. Man sieht hier schon schöne Rissbildung, sehr chaotisch, so mag ich das auch. Genau, sehr chaotisch, unstrukturiert, schön gemischt. So, und als nächsten Arbeitsschritt kommt jetzt das Auftragen der dünnen Goldplättchen. Da lege ich vorher, wie nennt sich das, so eine Milch an, also so eine Art Kleber, extra speziell für sowas, für diese Goldplättchen, diese hauchdünn, dieses Blattgoldes, kann ich glaube ich auch mal unter dem Video verlinken, was ich da benutzt habe für. Dazu bekommt man dann auch halt den Kleber und diese Anlegemilch, nennt die sich, streckt man halt vor den Untergrund mit ein und legt dann hier wie eben das Gold oben drauf und pinselt es oder drückt es dann leicht an. Ich habe hier so einen Schminkpinsel für benutzt. Ja, und das mache ich halt für alle 6 Exemplare, dass ich die halt alle mit Gold eindecke oder beschichte. Ich habe da auch 2 bis 3 Lagen Goldblätter draufgelegt, damit es halt einfach besser deckt und auch mehr glänzt dann letzten Endes. So, hier seht ihr schon mal, das ist eine Schicht. Und diesen
Arbeitsgang wiederhole ich jetzt für alle weiteren Stücke. Problem war ein Stück weit, dass die Oberflächenstruktur sehr, also mal hügelig war, und da, wo sie sehr hoch war oder uneben, sage ich mal, hat sich das Blattgold schlecht auflegen lassen, sprich es blieben da Rückstände, die habe ich dann nochmal eingepinselt und in die zweite Lage Gold drüber gelegt, damit sich das schließt. Genau. Ja, im nächsten Arbeitsschritt, ja, was heißt poliere ich, also mache ich nochmal die Ränder sauber, entferne so Strukturpaste, die da an den Rand gekommen ist, entferne Goldüberschüsse und beginne dann das Gold, bevor ich es einfärbe, weil ich möchte es noch farbig haben, noch zu überstreichen mit Acrylbinder. Eine Schicht Acrylbinder, so dass ich dann im nächsten Arbeitsschritt praktisch eine Trennschicht dazwischen habe und dann hier die Farbe dann auch auftragen kann und auch verwischen kann. Somit ist praktisch das Gold durch den Acrylbinder geschützt und ich kann dann mit der Farbe auch gut drauf arbeiten. Ich mache das mit Pinsel, Finger, hier auch einen Scheibenwischer, um die Farbe aufzubringen, mit Schwamm, Tuch, zum Verwischen und Reiben, Auftragen. Genau, nach Gefühl. Fokussiert habe ich dabei, dass ich die Struktur möglichst gut herausbekomme, weil ich möchte gerne, dass man, also wenn man drauf schaut, die Struktur erkennt vom Bild, also von dieser Strukturpaste. So, und nachdem das praktisch die unterschiedlichen Farben aufgebracht habe, zwei habe ich ausgelassen, die sollen Gold bleiben, habe ich angefangen, im nächsten Arbeitsschritt die Ränder entweder schwarz zu lackieren oder schwarz zu streichen mit Acrylfarbe oder eben weiß, also sprich die Ränder und die Rückseite, damit die schon mal vorbereitet ist, wenn dann im nächsten Arbeitsschritt das Epoxidharz aufgetragen wird, so dass ich das im Nachhinein nicht streichen muss. Das war der Gedanke dabei. Herausgestellt hat sich dann, dass obwohl ich schon ein sehr gutes Abklebeband verwende, um dann das Epoxidharz im nächsten Arbeitsschritt aufzutragen, sind doch noch kleine Reste geblieben, die unter diesen Klebestreifen gerutscht sind. Und deswegen musste ich dann die Bilder nochmal weiß und schwarz streichen, dann nach dem Epoxidharz, was ich dann aufgetragen habe. Wieder was dazugelernt, kann ich praktisch auch am Ende machen. Ich mache es halt gerne am Anfang, wäre halt schön gewesen, hätte ich nichts mehr streichen müssen, aber man lernt ja draus. Genau, ich streiche die auch immer mehrmals schwarz und weiß, also meistens nur so 2 bis 3 Lagen, damit das gut deckt, weil dieses Holz, was ich da verwende, diese MDF-Platten, die saugen sehr stark die Farbe auf. Vor allen Dingen bei dem Weiß, das deckt nicht beim ersten Mal. So, hier klebe ich sie ab mit dem Abklebeband, um dann halt Epoxidharz auftragen zu können. Somit bleiben die Kanten und die Unterseite ohne Epoxidharz, sprich auch matt. Ich mag das so, weil dann hat man ja praktisch eine glänzende Oberfläche durch das Epoxidharz und die Ränder sind dann eben matt, das ist ein schöner Kontrast. Ich bringe auch 2 Lagen Epoxidharz auf. Hier die erste, dann wird es getrocknet 1 bis 2 Tage. Und dann gab es dann nochmal die zweite Schicht Epoxidharz. Das ist immer das gleiche Prozedere. Epoxidharz anmischen, auftragen, aufgeben, erwärmen, verteilen, gucken, dass alle Blasen raus sind. Mit dem Bunsenbrenner löst man das Problem. Wenn ihr das genau wissen wollt, wie, auf was man da achten sollte, postet mir gerne Kommentare rein, dann mache ich nochmal ein extra Video dazu. So, die sind jetzt getrocknet, die zweite Schicht Epoxidharz ist drauf. Man sieht es ja schon, das glänzt dann schön und
Das ist natürlich auch an den Seiten runtergelaufen und sprich am Klebeband entlang. Und das entfernen wir jetzt im nächsten Arbeitsschritt von allen 6 Exemplaren. Zweite Schicht weiß bzw. schwarz, weil es halt eben noch Rückstände gab von dem Klebeband und das wollte ich, dass es halt perfekt ausschaut. Deswegen hier nochmal strichen und am Ende werde ich es nochmal signieren mit meinem Signierstempel. Ich hatte das anfangs schon, das schimmert hier schon leicht noch durch, weil ich es aber halt nochmal überstreichen musste, muss ich es jetzt nochmal neu signieren. Das ist einfach ein Stempel mit Alkoholtinte und das bringe ich eben jetzt auf. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen Stempel erstellt habe, gibt es auch ein Video bei mir im Kanal. Schaut da mal rein, wie du deinen eigenen Stempel herstellst. Zeige ich auch, wie du per Photoshop die Vorlage dazu recht schnell erstellen kannst. So, das drücke ich einfach auf hier. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es halt Alkoholtinte ist und die trocknet halt auf Acrylfarbe von alleine recht langsam, sehr sehr langsam. Und deswegen nutze ich jetzt auch nochmal die Heißluftpistole, um das Ganze auch abzutrocknen. Auch dann hier mit dem Schwarz auf Schwarz. Benutze ich praktisch auch die Alkoholtinte, obwohl das schwarze Tint ist auch schwarze Acrylfarbe, schimmert das leicht schon und indem man das erhitzt nochmal mit der Heißluftpistole, diese Alkoholtinte, gibt es dann nochmal eine Aufhellung. Also man sieht es jetzt hier, dass es schon schimmert, das ist aber halt das Nasse. Wenn das getrocknet ist, sieht man es fast gar nicht mehr. Und indem man aber das mit der Heißluftpistole nochmal richtig warm macht, also nur auf Stufe 2, 3, sonst schmilzt einem auch irgendwann die Farbe weg. Wird das dann auch nochmal leicht hell. Das ist recht so leicht ein Rotstich. Genau, aber ist dann auf jeden Fall verewigt und fest und also lässt sich dann nicht mehr verwischen. Das ist dann mein Logo eben. Genau. Und somit sind wir am Ende. Das waren dann praktisch alle Arbeitsschritte. Das war der letzte. Der blanken MDF-Platte zum goldbeschichteten Strukturrelief, Bild, Farbe und Signierung. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wenn du Wünsche hast für weitere Videos von mir, du sagst, okay, das will ich unbedingt nochmal sehen, da fehlt mir noch was oder das wünsche ich mir, einfach in die Kommentare rein. Ich berücksichtige das, berücksichtige das bei den nächsten Videos, nehme ich auf jeden Fall gerne mit rein und mache da gerne was für dich oder für euch im nächsten Video dazu. Genau, wenn du sagst, okay, die Bilder, die du gemacht hast, gefallen mir so gut, die will ich unbedingt kaufen, kannst du gerne machen. Ich habe auch einen Etsy-Shop, den Link darunter findest du hier in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal.
Ansonsten, ja, wenn du weitere Videos von mir haben möchtest, die jetzt demnächst kommen, kannst du mich natürlich gerne abonnieren, wenn du möchtest hier. Oder wenn du sofort wissen willst, wenn ein Video online ist, kannst du natürlich auch das Glöckchen klingeln. Ansonsten kann ich hier noch zwei Videoempfehlungen aussprechen. Einmal mein Projekt Downsizing, da habe ich meine Kunst geschrumpft. Und einmal hier Speed Painting, das ist eine ganze Reihe von sehr spannenden Prozesse. Schau einfach mal rein. Ich freue mich auf dich. Bis dann, dein John Franklin. Ciao.